Willkommen zurück zu Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ich bin hier noch in meinem Schlafanzug. Ich habe nämlich hier in diesem Bett mich von den Strapazen der letzten Folge erholt und erstmal tief und gründlich geratzt. Und deswegen ja, ziehe ich mich jetzt mal schnell um. Denn im Schlafanzug Zombies jagen, das ist nicht so eine gute Idee. Na, das kommt nicht so gut rüber. Ja, in der letzten Folge haben wir die Seuche kennengelernt. Die liebe Seuche, die hier Amerika heimsucht und Blackwater von einer Metropole zu einer Geisterstadt gemacht hat. Ja, beziehungsweise Zombie-Stadt. Und jetzt haben wir die Aufgabe, dort hinten in dem grünen Kreis nach Überlebenden zu suchen. Deswegen sprinte ich da gerade mal hin. In der Hoffnung, nicht angegriffen zu werden von irgendwelchen Untoten, die hier rumlaufen. Und... ah, da haben wir ja schon eine kleine Gruppe. Hallöchen! Hey, you one of them, mister? Do I look like one of them? Well, don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them! Yeah. No, I ain't! Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. You know what's going on? It's the glass eye. The freak with the glass eye, he caused this. No, 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 it's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, we heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon. Some say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well... at least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hillbilly white trash! Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? Now see, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. Have yourself a fine America, and good luck. We never had that decided. We decided we would hold elections and that I would be leader. You can't even read. Well, I got gravity. I mean, gravy. I mean, folk respect me. I am the new king, Archibald Andrews. Me. Now pay him. Okay, ja, Silas, ne? Du hast wirklich Anführerqualitäten. Einfach so jetzt deine Schäfchen hier. Wow, 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 wow. Was bist du denn für einer? Okay, cool. Schreite dich um, Digga. So. Ja, das hast du jetzt davon. Einfach deine Mitmenschen als Giftnudel zu beschimpfen. Madame, ja, ich gehe ja schon weg. Alter, ist der grässlich. Bäh. Also das mag ich ja gar nicht, ne? Easy. Den lässt immer noch nicht locker. Ist immer noch hinter uns her. Naja, ich reite mal weg. Und zwar, babam, babam, hierhin. Geburt des Naturschutzes. Aha. Na dann. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht, dass wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie Kräuter pflücken gehen können oder... oder irgendwas mit Tieren oder ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Der aktuelle Status eines Ortes kann auf der Pausenkarte kontrolliert werden. Sieh regelmäßig nach, ob irgendwo deine Hilfe benötigt wird. Da war gerade ein Zombie links. Gucken wir gleich mal, ob der mich in Ruhe lässt. Ah, das meinen die. Okay, jetzt kapiere ich das auch. Gut. Denn die Kreuze bezeichnen nur sichere Orte, sichere Städte. Okay. Ich dachte in der letzten Folge, dass die blauen Kreuze. Ach so, das ist ein Überlebender. Hey. Oh, und ein Toter. Ja, ich würde da weggehen vielleicht, ne? Kerl.
Ne, das will ich jetzt sehen. Ja, schön. Nochmal Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben Fledermäuse hier. Kann ich die auch jagen? Ach komm, ist egal. Auch wenn ich die jagen könnte. Ne? Ich glaube nicht, dass sie mir jetzt so viel bringen an Rohstoffen. So, ich blinde dich gerade mal. Und wenn du dich schon selber umbringst, ne? Irgendeiner muss ja dann aus dem Nutzen ziehen. Ja, also die blauen Kreuze auf der Karte, die signalisieren einfach nur, dass ein Ort sicher ist und die grünen Häuser in den Orten, da kann ich speichern. Okay, das habe ich in der letzten Folge etwas missverstanden. Let's go! Hier haben wir Ziegen oder Schafe. Ich kann aber... Ich guck mal gerade hier bei dem Pferd. Oh, und da ist ein... Oh! Ja, okay. Da brauche ich gar nicht ans Pferd zu gehen. Das habe ich hier bei dem Bullen hier auch schon sehen können. Also Tiere sind auch befallen. Ja, gut. Dann reite ich mal weg. Immer schön Richtung Kreuz, bevor uns noch irgendwas angreift. So, das mache ich aber noch gerade schnell. Mich würde nämlich interessieren, ob wir irgendwas mit den Kräutern anstellen. Und wir haben das Streitross, okay. Das hole ich mir gleich. Ob wir irgendwas mit den Kräutern anstellen können. Blüten mit dem Duft von Gewürznelken. Ach, schön. Werden zusammen mit Beeren zur Zubereitung von Trockenfleisch verwendet. Okay. Also zur Zubereitung... Wow. Zur Zubereitung von Trockenfleisch werden die verwendet. Dann können wir uns vielleicht irgendwann Trockenfleisch basteln. Pferd, komm schnell. Ich höre schon wieder Zombies. Dankeschön. Ja, das Streitross, das... das beste Pferd im Spiel. Also, wenn ich das gesehen habe, ne, dann direkt holen. Das tut mir leid, musste sein. Also, tut mir leid für das andere Pferd, ne? Was jetzt hier um sein Überleben kämpfen muss. Unbesuchte Orte wurden deiner Karte hinzugefügt. Oh. Ja, nee, euch lasse ich mal in Ruhe. Aber unbesuchte Orte, was ist das denn? Ja, wahrscheinlich hier die. Okay. Orte, die wir jetzt befreien können. Das mache ich mal im Manzanita Post. Na, komm, so. Damit die lieben, armen Waldbewohner hier auch mal Ruhe finden. So, okay. Sieht ja relativ ruhig aus. So eine Handvoll Zombies. Rede mit dem Überlebenden. Gut, dann muss ich kurz mal hier rein. Und rede mal. 5 Munition, ja komm, die gebe ich dir. Aber gerne noch. Mann, ist das jetzt laut. Hey, Eintritt. Ja. Du kriegst auch noch mal Munition, sehr schön. So, okay, wieso habe ich eigentlich eine goldene Waffe? Hatte ich das letzte Mal nicht. Egal. So, dann kommen wir her. Kommt schön rein. Ja. Also ich weiß, dass es goldene Waffen hier im Spiel, also dass es eine Sache ist, ja. Und die sollen irgendwie besser sein oder sowas, aber ich habe keine Ahnung, warum ich die habe. Das kann ich mir nicht erklären, um ehrlich zu sein. Aber ich hab sie und das ist gut. Hi. Kann ich euch eigentlich auch exekutieren? Ich guck mal gerade. Tatsächlich, ah, cool. Das erleichtert die Sache ja ein bisschen. So, perfekt. Und du auch, komm hoch. Genau. Bam, wunderbar. So geht das alles ein bisschen einfacher. Und jetzt, wo hier relativ wenig Zombies sind, kann ich ja auch gerne mal mit der Fackel arbeiten. Euch ein bisschen braten. Dann spare ich auch. Au, au, au. Okay, Vorsicht. Dann spare ich mir auch ein bisschen Munition, ne? So. Alles klar. Ja, komm. Ist ja alles
sterben. Wow, 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 wow. Was war denn das, bitteschön? Ihr sollt doch sterben. Ist das so schwer? Komm her. So, vielen Dank. Kriegsbeile haben wir bekommen. Schön. Kriegsbeile, das ist gut. Die sind sehr nützlich. Wenn du eine Ortschaft rettest, bekommst du zur Belohnung vielleicht eine Waffe, die du noch nicht hast. Ja, geil. Dann werde ich das wohl in Zukunft noch öfter machen. Wunderbar, ein Kriegsball. Das ist schön. So, ich öffne mal hier gerade den Behälter. Wenn ich da dran komme, ja. Denn da drin versteckt sich Munition. Jawohl, für die Schrotflinte. Und dann werde ich euch noch plündern. Time for my pound of flesh. Noch mehr Schrotflintenmunition, sehr gut. Hast du noch irgendwas? Nee. Oder haben nur die Zombies etwas, die auf der Karte mit einem Kreuz angezeigt werden? Also der hier zum Beispiel. Ah ja, tatsächlich. Ja gut, merke ich mir. Jo, und dann ist da hinten noch ein grüner Punkt. Also wenn ich jetzt nach der Karte gehen würde, müsste er hier nichts haben. Ich probiere das mal gerade aus. Ja, okay, merke ich mir. Also die Zombies, die was haben, werden auf dem auf der Karte mit einem Kreuz gekennzeichnet. Sehr gut. So, noch ein bisschen Munition für die ganzen Strapazen eben hier. Gott, Zombies kloppen, ne? Das ist ziemlich ernüchternd. Aber gut, können wir ja jetzt nicht ändern. Das ist der einzige Weg zu überleben. So, Pferdchen, du kommst mal her. Ja, du kommst mal zu mir. Genau, danke. Ja, kein Problem, ne? Gut, dann weiter Richtung Fragezeichen. Da oben ist auch noch ein Ort zu befreien. Und hier unten. Gucken wir mal später. Jetzt aber erstmal zu dem Naturschützer. Und wir sind ja jetzt gerade in Tall Trees, ne? Und wir haben eben gesehen, dass die Tiere auch befallen sind. Und in Tall Trees gibt es ja in dem eigentlichen Spiel, ne? In dem Hauptspiel, gibt es ja Bären, ne? So, dann müsste es hier in der Zombie-Version ja auch dann Zombie-Bären geben, oder? Let's go! Das wäre nicht ganz so geil. Also stelle ich mir nicht so geil vor. Weil hier die Zombie-Menschen, ne? Die halten ja schon mehr aus als die normalen Menschen. Und genau das, glaube ich, ist auch bei den Zombie-Bären der Fall. Dass die viel mehr aushalten. Und ja, die normalen Bären halten ja schon genug aus. Naja, reden wir jetzt erstmal hier mit dem Kerl. Okay. I got one, mister. Hey, I got one. Got what, mister? The damn Sasquatch, the filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out, and I shot the thing right through the heart. Bam, like that. You feeling all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here, nor no place else. They're made up. There's Sasquatches every place, cowboy. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Down in Manzanita Post, they ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? The hills are infested with them. Kill them! Kill the bastards before they kill all of us! Kill them! Kill them! I ain't afraid of you, you dumb hairy bastards! Okay. Erlege 6 Bigfoots in Tall Trees. Ah, oh, und die Fledermäuse, ne? Hammer. Ja, Bigfoots, die scheinbar schlimmer sein sollen als meine Schwiegermutter. Oje, das ist nicht gut. Someone don't like me much. Wo ist eigentlich das Mädchen? Hör mal, Kerl. Du Verrückter. Du hattest doch eben noch ein Mädchen dabei. Naja, gut. Dann lasse ich dich mal in Frieden. Selbst die Überlebenden hier sind irgendwie durchgeknallt. Alles klar. Ja, Bigfoots jagen. John dachte, die sind nur erfunden, die sind am Märchen, aber genau das dachte ich persönlich auch von Zombies. Und
Zombies laufen hier auch fröhlich rum, also wird es ja wohl auch Bigfoots geben, ne? Deswegen, ich pack mal hier den Karabiner raus. Ne? Und sobald uns einer über den Weg läuft, machen wir bum bum. Und dann hat sich die Geschichte. So. Was haben wir eigentlich? Moment, das war ja eine Fragezeichen-Mission, ne? Fragezeichen-Mission hier, Geburt des Naturschutzes, genau. Finde die Bigfoots und erlege sie. Jawohl. Albtraum der lebenden Toten. Suche Seth und Nigel West Dickens. Okay. Herausforderung. Ah ja. Untoten-Scharfschütze. Erledige 5 Untote in 10 Sekunden mit einer Schusswaffe. Belohnung Dead-Eye-Gegenstand. Dead-Eye-Gegenstand. Achso, sowas, um ein Dead-Eye aufzufüllen. Okay, das ist cool. Erledige 100 frische Untote und 25 Stürmer. Okay, Munition gibt's dafür. Finde eine Karte in einer Wildnislagertruhe und finde den Schatz. Schätze gibt's hier auch. So, so. Ist ja spannend. Und 4 Pferde der Apokalypse. Okay. Finde eines der 4 Pferde der Apokalypse. Was soll das denn bedeuten? Come on! Ein Pferd der Apokalypse. Hier da zum Beispiel, oder wie? Ich frag mich, was das heißen soll, weil das hier ist ja ziemlich apokalyptisch, ne? Wenn er die Wirbelsäule so rausguckt und ja gut, okay, schauen wir mal. Jetzt würde ich gerne zu dem U hier reiten und dann auf dem Weg dahin vielleicht hier das Pacific Union Camp einmal befreien. Oh, aber nicht hier runter segeln, sonst ja kann ich direkt bei den Untoten mitmachen. So, hier kommst du aber runter. Genau. Und da gucken wir mal, wie es im Camp aussieht. Da ist es schon. So, ein paar untote Pferde, aber die sind ja friedlich. Ja, das Camp ist... es brennt. Hier sind ein Haufen Zombies. Und ein Überlebender, mit dem ich reden kann. Hi. Hallo. Au! Mensch! Lass die mich bitte vorbei. Danke sehr. Ich muss hier mal kurz hoch, um mit dem Überlebenden zu reden. Hallöchen! Sicher. Bitteschön. Ich habe ja eh kein Scharfschützengewehr, ne? Kannst du gerne haben. Ich kletter mal hier. Da habe ich eine ganz gute Sicht auf die lieben Zombies. Hier geht's gut, ja, Pferdchen? So. Da ist ein Chef von uns. I will take you out! Na komm. Steckt sich da hinter dem Mast. Einen Schritt nach vorne. Danke sehr. Go back to Haiti! Da gut. Jetzt die Scharfschützengewehre. Go back to hell from whence you came! Mit dem Scharfschützengewehr wäre das schon besser hier. Sonst verpulver ich hier die ganze Munition. Guck mal hier. Das ist ja mein Pferd in Ruhe, ja? Gut, du aber noch nicht. Und du schon gar nicht. Aber kriegen wir auch noch hin. Nur stillhalten, gell? Oh, perfekt. Sonst noch mehr. Wie wär's denn mit dir, ne? Hier kann ich die ganz gut töten. Zum Glück können die nicht klettern. So. Bam. Perfekt. So muss es laufen. So gefällt mir das doch. So. Und noch 2, so wie ich es sehe.
Okay, haben wir's. Rolling Blockgewehr. Yay! Hab ich's. Sehr schön. Das hätte ich mal eben besser gebrauchen können, aber... Naja, besser spät als nie. Jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr. Hurra! Sehr schön, sehr, sehr schön. Moment, hier gibt's noch was zu plündern. Kriegsbeile, hurra! Mein Gott, ihr habt aber... Für Zombies habt ihr ganz schön viel Zeug bei euch. Du hast noch was. Genau, noch Kriegsbeil, okay. Was auch immer Zombies mit Kriegsbeilen wollen. Dann werde ich noch mal kurz an die Truhen gehen. Die Folgen, die ziehen sich aber, ne? Und eigentlich, eigentlich bestehen die Folgen nur daraus, Zombies zu metzeln. Mehr und nicht. So, aber das ändert sich, sobald wir in New Austin sind und mit Seth und Nigel reden. Dann ändert sich das. Dann merken wir nämlich, ne, wie die Seuche hier entstanden ist und wie wir sie aufhalten können. So, und deswegen bleibe ich jetzt mal hier stehen. Genieße den Anblick des brennenden Camps. Ja, das sollte vielleicht mal jemand löschen oder so, weil hier haben wir ja relativ viel Holz. Ne? Okay, dann verabschiede ich mich hier. Bis zur nächsten zombie-gefüllten Folge. Bis dann.